Herzlich willkommen zum eMOOCs-Kurs Lernen im Netz – vom Möglichen und Machbaren. Mein Name ist Michael Kopp und zusammen mit meiner Kollegin Elke Lackner freue ich mich darauf, Ihnen innovative Methoden und Werkzeuge zu zeigen, mit denen es sich besonders gut lernen lässt. Wie lassen sich mobile Geräte wie Smartphones und Tablets zum Lernen einsetzen? Sind soziale Medien wie Facebook oder Twitter überhaupt zum Lernen geeignet? Welche rechtlichen Bedingungen müssen beachtet werden und welche Lernmaterialien sind frei verfügbar? Mit diesen und ähnlichen Fragen werden wir uns im Kurs beschäftigen. Wie Sie sehen werden, ist beim Lernen im Netz vieles möglich. Aufgrund rechtlicher, organisatorischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ist aber nicht alles machbar. Warum es Grenzen gibt und wo diese liegen, zeigen wir Ihnen am Beispiel von Lernszenarien, die an Hochschulen, aber nicht nur dort, zur Anwendung kommen. Unser Kurs startet am 10. März und dauert insgesamt 9 Wochen. Am Ende gibt es für all jene, die zumindest 75% der Quizfragen richtig beantworten, eine Teilnahmebestätigung. Studierende der Universität Graz können sich den Kurs auch als Lehrveranstaltung anrechnen lassen. Sie müssen dafür aber eine gesonderte Prüfung ablegen. Für die Teilnahme am Kurs sind keine speziellen Vorkenntnisse notwendig. Es ist aber hilfreich, wenn Sie Grundkenntnisse im Umgang mit neuen Medien mitbringen und bereit sind, sich mit dem eigenen Lernen kritisch auseinanderzusetzen. Lernen im Netz ist der allererste eMOOCs-Kurs überhaupt. Wenn Sie also neugierig und wissbegierig sind, sollten Sie den Kurs auf jeden Fall besuchen und Ihre Erfahrungen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit uns teilen. Wir freuen uns auf Sie.